Martin, bist du? Ja, das ist aber nicht. Ich habe heute ein Top-Internet, Nein, nein, Top-Empfang. eine Stunde war schon wieder vorbei. Das geht halt so schnell, wenn man angeregt diskutiert, ist eine Stunde gleich gar nichts. Und nach Ja. einer Stunde verabschieden wir sich halt. Aber es freut mich, dass die meisten wieder zurückgefunden haben und da wieder zurückkommen. Der Martin und ich haben gerade angeregt diskutiert über das Thema, was der jetzige Mike gefragt hat. Was sind die heikelsten Punkte beim Bierbrauen? Wo kann man die Fehler machen? Und er hat aber eigentlich nur eine zweite Frage versteckt, dass man das Bier braut, das man möchte. Das sind ja für mich eigentlich so gesehen zwei Fragen. Wir versuchen jetzt einmal zu beantworten, was sind die möglichen Fehler. Und ich habe jetzt dann eingeworfen, es gibt, du hast jetzt einmal drei, vier essentielle Fehler genannt, aber in meiner Wahrnehmung gibt es nur 30 oder 35 andere Sachen, auf die man achten muss, damit ein ordentliches Bier entstehen kann. Da gehört nämlich auch dazu, dass ich ein ordentliches Malz habe, dass ich die Enzyme und alles so weiter habe, dass ich eine Schaumbildung habe, dass eine Gärung überhaupt funktioniert, dass das Bier nicht von Haus aus dann trieb ist, aber nicht viel trieb. Dann haben wir schon viel im Brauprozess genannte Fehler auch zwischendurch gehabt, wie DMS, dass ich das nicht auskochen lasse, das Diacetyl, das nicht rausgeht, wie du gesagt hast, dass ich vielleicht vom Reinigen Rückstände habe. Los geht jetzt schon beim Wasser, das, dein Bier, das du hast, das schmeckt aber ein bisschen nach Blut, weil du so viel Eisen hast daheim. Aber Ja, mittlerweile hast du ja eine Wasseraufbereitungsanlage besorgt. Aber es geht beim Wasser schon los. Das Wasser kann schon nicht 100% geeignet sein zum Bierbrauen. Und. Also es gibt so viele Dinge, die unglaublich eigentlich sind, wo Bier jetzt den Geschmack verändern kann, wenn ich da oder da. Dann die Gärtemperatur, die Gärzeit, die Gärdauer natürlich. Und. Also es gibt so viele Sachen, die Einwirkungen haben auf den Geschmack vom Bier. Das glaubt man nicht. Und aus dem Grund gibt es ja uns auch als Biersommelier und natürlich die Brauer selber, dass wir das Bier ja für euch vorverkosten und sagen, jawohl, das ist ein Bier, von dem bin ich überzeugt, das passt zu deiner Speise, das würde ich dir empfehlen. Das ist ein Bier, das dir schmeckt. Oder ich sage einfach, ja, das ist ein sehr gutes Bier, aber wahrscheinlich wird es dir nicht so gefallen, weil das nicht dein Bierstil ist. Entschuldige, Martin, du bist wieder dran. ich habe gesagt, ich hab mir eine Osmoseanlage gekauft, weil ich habe früher nur dunkle Biere brauen können. Da ist es ja gegangen, vor allem mit dem Roggenmalz habe ich das kompensieren können. Mit dunklem Roggenmalz, dass ich da das Bier mache, weil ich sehr viel Eisenanteil habe, ist zwar eigentlich gesund sonst, aber es hat dann doch ein bisschen einen Anhang von, wenn sie ein wenig heller waren, haben sie einen Anhang gehabt, dass sie ein wenig blutig waren. Ja. Und das habe ich eben, wie gesagt, jetzt mit dieser Osmoseanlage Gott sei Dank hinbracht. Ich möchte da kurz erklären, was eine Osmoseanlage ist, weil das wird auch nicht jeder wissen. Osmose ist praktisch das Blankfiltern des Wassers. Das heißt, ich nehme alles außer aus dem Wasser. Das Wasser ist dann eigentlich radikal, also das ist gar nicht so ohne. Und dann wird im Prinzip das Eisen rausgenommen und vielleicht noch so manch anderer Bestandteil, den man nicht haben möchte, und wird wieder zurück als Brauwasser dann verwendet. Und darum spricht der Brauer immer von einem Brauwasser, weil das im Prinzip im Normalfall ein vorbehandeltes Wasser ist, wobei Vorbehandlung hört sich ja so an, chemisch oder irgendwas. Nein, es wird nur geschaut, dass die Inhaltsstoffe passen, um ein perfektes Bier zu brauen. Und das ist ja immer von Bierstil zu Bierstil unterschiedlich, was ist ein perfektes Grundwasser, also Basiswasser. Und historisch gesehen sind ja Brauereien mehr oder weniger oder erfolgreiche Brauereien nur dort entstanden, wo das Wasser passt hat. Da gibt es ein paar Gegenden, wo man sagt, die haben ein perfektes Wasser. Und auch heute ist es nur so, da gibt es Hobbybrauer, zum Beispiel Michelebräu und so weiter, von denen weiß ich es, wird mehr da geben, aber bei denen weiß ich es, die holen das Wasser von 20, 30 Kilometer weit weg. Und das ist bitte Action, 1000 Liter Wasser oder mehr von irgendwo holen, auffüllen, aufladen, hinfahren, anladen, eine. Das ist eine Riesen-Action, damit sie ein perfektes Bier brauen können. Also auch Wasser hat einen Riesenanteil für die Qualität des Biers, was man gar nicht so am Radar oft hat. Für alle, die kurz zurückgekommen sind, es tut mir leid, nach 60 Minuten schaltet das System von selber ab und aufgrund der angeregten Diskussion habe ich die 60 Minuten leider übersehen. Danke, dass wieder alle oder die meisten wieder zurückgekommen sind. Wir diskutieren gerade auf die Frage von Mike, was kann man falsch machen oder was sind die Fehler, dass das Bier vielleicht nicht, oder was ist der heikelste Schritt im Brauprozess? Und eine anknüpfende Frage noch, dass das Bier nicht so wird, wie man will. Das ist, glaube ich, nur mein zweites Thema. Der Wallis Adler sagt, der Brauer aus der Schweiz, mit was salzt du auf? Nur mit Rohwasser und dann mit Calciumchlorid?
Nein, die Osmose geht ohne Salz. Das ist eine, die was eben, die wirft 60% des Wassers weg und 40% gehen in mein Brauwasser über und den Rest nehme ich dann später als Reinigungswasser oder man führt Waschanlage her. Das wird dann nur mehr Eisen gefüttert, aber das Wasser wird jetzt nicht direkt weggeschmissen, aber das, was ich zum Brauen selber hernehme, da brauche ich nichts Salz, meine Osmose, die läuft ohne Salz. Ah, das wissen die wenigsten Leute. Man braucht ja im Bierbrau- und Herstellungsprozess von beginnend beim Brauwasserbereitung bis ganz hinten, dass abgefüllt ist und die Flaschen sauber ist und dass abgefüllt ist, wurscht ob Fass oder Flasche. Sehr gute Werte sind 1 zu 3,5 bis 4. Aber ich sage jetzt einmal, der Schnitt wird nur bei 7, 8 Liter bis mehr, 10, 12 Liter sein, je kleiner die Anlage ist. Das heißt, für 1 Liter Bier brauche ich um die 10, 12 Liter Wasser im Prozess. Das Wasser geht zwar nicht alles verloren, aber es wird benötigt. Also das ist schon ein Riesenaufwand, auch wo es Richtung Wasser geht. Ja, einen Teil von dem nehme ich halt dann für das, was wirklich dann nicht mehr ein Eisenfütter nur weggeht, dann das geht dann bei mir in die Klospülung oder was oder da habe ich extra einen Tank, das kann ich umschalten oder ich spüle dann im Lagerkeller mal einen Boden raus damit oder so Sachen, also das Wasser Wasser. wird warm. Darum brauche ich nicht salzen. Ich tue mit Milchsäure den pH-Wert auf 5,2 bis 5,3 bei der Maische einstellen. Also das ist in Deutschland nicht Das ist, wollte ich erlaubt. mal sagen, das ist halt laut Reinheitsgebot nicht erlaubt für alle, die was aus Deutschland zuschauen. Das wissen wir. Es Schon, gibt halt eine das Kettelsauer, man kann es auch in der Maischeding sauer werden lassen. Man kann ja, Kettelsauer heißt ja, dass das Bier dann auch sauer bleibt. Aber ich oder kann man es gibt das sauer auch einmal einstellen. dazu. Ja. Das Ganze ist das, du kannst aber auch in Deutschland Milchsäure hernehmen, weil sie können es nicht nachfallen, weil die Milchsäure ist nicht wärmestabil, die zerfällt ab 85 Grad. Ich glaube schon ab 78 oder 85 Grad. Das Die zerfällt. Würze kochen ist weg dann. Die ist beim Würzekuchen spätestens weg. Die ist, also du hast das, was da drinnen ist, und es bleibt ja das meiste auch von dieser Säure ja, im Trebern zurück. Und der hilft ja eben, dass das, was nur drinnen ist, oder falls nur was drinnen wäre, dass der dein Kalk ausfällt im Trebern. Also dann wirst du als Brauer ja eh keine Milchsäure in dein Bier haben, weil das schmeckst ja. Das wäre dann milchsauer, also du kannst Kettle Sour Ring machen, dann bleibt das Bier schon sauer. Aber ich habe dann keine, die bringen durchs Kochen dann die Milchsäurebakterien um, aber das Bier ist dann schon sauer. Aber wenn ich jetzt rein nur das Wasser oder die Maische Säure, dass ich 5,2 habe, reicht es. Da tust du bei mir gerade auf der 5-Hektar-Anlage, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, genau, es kommt aufs Bier drauf, aber das sind zwei Stamperl, also zwei Zähl jeweils, dass ich das, dass ich, was ich da Milchsäure rein tue. Ist ein Naturprodukt, ist nichts Giftiges, also da wird nicht irgendwelche eine Ja, im PET-Chemie Prinzip oder kommt der Joghurt rein, wenn du unbedingt meinst. ja, das Joghurt, das wird die Joghurtbakterien umbringen. Weil es ja doch sehr scharf ist, aber es wird aus Milchsäure hergestellt, also aus dieser Milchsäure, die was von der Milch ist, ist aber dann schon so scharf, dass kein Lactobacillus nicht mehr drinnen ist. Also das würde ich dann nicht überlegen. Also Mike, du siehst, das ist eine Riesenwissenschaft, das Bierbrauen, aber jetzt Martin. Glaube ich, war es nur gut, wenn du sagst, wie kriege ich denn das Bier, das ich möchte? Weil das heißt ja, ich habe als Brauer Gedanken, ich habe einen Bierstil, ich mache mir Gedanken, wie das Bier schmecken soll und wie komme ich da hin? Und da weißt du das jetzt da dazu, muss ich ganz kurz, das stimmt zwar nicht, was da draufsteht, aber das haben wir heute schon mal besprochen. Da wird es nicht anleitern, sondern da wird halt sehr ein frisches Bier. Magst du das gar erklären, wie man zu einem Bier kommt, das man möchte? Dir das, was einem schmeckt. Wie ich angefangen habe 1996, wollte ich Franziskaner nachbauen. Ist nicht gelungen, es war besser. War aber ein Anfängerglück, muss ich sagen. Ja, jetzt ein Bier haben, wie ich das will, dann muss ich mir halt ein Rezept schreiben. Ab und zu muss ich auch teilweise, wir haben da zum Beispiel so eine kleine 30-Liter-Anlage.
wo ich halt dann verschiedene Malzsorten ausprobiere, wie ist die Farbe, wie ist dann der Geschmack von dem Malz und so weiter. Und teilweise ist was auch eine Erfahrung. Also, wo ich ganz genau weiß, wenn ich Pilz mache, dann nehme ich halt ein reines Pilsner Malz her und nehme dann genau den Hopfen her, den ich will. Und da weiß ich eh schon ungefähr, wenn ich jetzt bei die IBU den Pilz, sagen wir, 30 oder 35 haben möchte, was eh relativ schwach gehopftes Pilz ist. Über das müssen wir dann noch reden. Ja. Über das müssen wir dann noch reden. Ja, ab 27 geht es Pilz an. Aber so 32, 35 sind so die Pilz, wie es bei uns haben, wie sie halt angegeben haben. Meistens sind es nicht so, wie es angegeben sind, Da sondern reden wir etwas dann eh besser. noch. Red doch das andere fertig. Ja. Und dann nehme ich halt die Hopfenmenge, das kann ich mir errechnen über den Alphasäurewert. Und über den Ölgehalt im Hopfen, Analysen kriege ich, wenn ich einen Hopfen kaufe, dazu. Dann weiß ich auch, wie bitter macht der und wie viel Gramm pro Liter gebe ich dann zu. Und dann weiß ich eben genau, welche Dings, wenn ich jetzt natürlich ein wenig ein vollmundiges Bier haben möchte, nehme ich ein bisschen ein leicht dunkleres Malz, das was auch mehr geröstet worden ist. Oder ich nehme ein bisschen Roggenmalz. Ich tue ganz gerne, weil das recht weich werden, die Biere, auch beim Hellen immer ein Schau Okay. vom Weizen dazu. Du darfst da in Deutschland ein bisschen, darf da mal ein paar Schaufel reinfallen, weil du kannst ja noch was im Malzsilo gehabt haben. Und diese Toleranz nützt sich dann auch in Deutschland aus, weil das Bier einfach ein bisschen runder wird. Aber das ist ja ganz ein kleiner, das ist unter 1%. Aber das kennt man schon. Also man muss sich halt auch viel hintasten. Und ich muss sowieso jetzt ja jeden Jahrgang vom Hopfen und jede neue Chargen vom Malz mache ich zuerst immer auf der Kleinanlage oder teilweise nur 10 Liter Würze, weil ich brauche immer wieder was zum Hefefüttern. Weil die Hefe braucht halt, wenn ich es aufhebe, auch immer wieder Futter, sonst stirbt es mir ab oder wird mir schlecht. Und dann mache ich dann noch ein bisschen Würze und schaue, dass ich da, dann weiß ich eh schon, was ungefähr rauskommt. Und dann weiß ich, wie ich mein Bier hinbringe. Aber es ist sehr viel Erfahrung halt auch. Und man muss schon wissen, welche Rohstoffe das man hernimmt. Und das sollte man zuerst im Kleinen ausprobieren, weil wenn du das im Großen ausprobierst, kann es passieren, dass der Rohstoff dann. Ich habe schon Motueka, das ist ein neuseeländischer Hopfen gehabt, der war 2016 ein Wahnsinn. Und 2017 hast du einfach ein bisschen mehr braucht und auch wenn er die gleiche Alphasäure gehabt hat. Oh, er war bei weitem nicht so fruchtig und so weiter. Und da musst du halt irgendwie entgegenwirken. Was kostet so ein Motto-Ecke hopfen, dass man da Motueka Gefühl hat? hat. Kommt aber drauf an, also wenn du das jetzt kiloweise kaufst, bis zwischen 65 und 85 Kilo. Euro das Kilo. Ja. Und brauchst du hast ungefähr, kommt drauf an, was du machst, aber wenn ich stopfe oder was, auch 4, 5 Gramm pro Liter. Gell? Also das kann dann schon teuer werden. Aber wenn du jetzt in größere Packungen einkaufst, wenn ich habe jetzt zu lange und kann nicht mit dem Motorhecker nicht mehr gewerkt, wenn du jetzt 5 Kilo Packung einkaufst, bist du gleich mal bei 45, 50 Euro herunten und beim Big Pack kommst du natürlich dementsprechend runter. Ich zahle jetzt normal, wenn ich einen Haller da mittelfrüh kaufe oder einen Herschbrucker und so, zahle ich dann so 15 Euro, 14, 15 Euro fürs Kilo. Kaufe ich aber auch schon größere Mengen, also wenn man die 5 Kilo Packung. Und da haben wir gleich eine ganze Charge bei mir gefreut. Nein. Dann der Großbrauerei, man der Mittelfrüh ist sowieso ein bisschen teurer, aber ich weiß Gott, dass die Haller da Perle und so teilweise um 5, 6 Euro das Kilo einkaufen. Und die kaufen nicht ein, auch wie viel Aroma und wie viel habe ich da drin und wie viel Geschmack, sondern der kauft das schon noch Gramm Alphasäure ein. Also der geht da voll, wie viel hat der jetzt Bitterstoff und wie viel, ich hoffe, dass er nur weniger braucht davon. Also wir waren jetzt der qualitativ hochwertigeres Bier Also, macht. denn der kauft sich nicht noch einen Kilopreis, sondern noch einen Alphasäuregehalt. Also, das ist ja Genau. sowieso. Also, grundsätzlich ist das so: Man braucht als Brauer, genauso wie als Koch, ein Grundrezept, dass man mal weiß, wie wird das Bier, wenn ich mir ans Rezept halte. Und deshalb wird auch immer ein Brauprotokoll geführt, wo es angeht, mit welchen Malzsorten, wie viel. Einmaischtemperatur, Anstelltemperatur, Dauer des Kochens, wann war die Hopfengabe noch so und so viele Minuten, so und so viele Minuten. Also es ist schon eine Riesengeschichte.
Und das macht es ja immer spannend, wenn man sich dann die Frage stellt, wie haben die das vor 2, 3, 4, 5, 600 Jahren gemacht, dass die gewusst haben, wie warm ist, wie ist das mit der Zeit und so weiter. Natürlich ist die Qualität des Bieres damals eine andere gewesen, wie es heute ist. Aber irgendwelche Hilfsmittel und Dinge müssen ja gehabt haben, dass eine gleichbleibende Qualität machen haben können. Und das macht es an sich spannend. Und Bier ist historisch gesehen natürlich immer wieder mit eine Triebfeder gewesen, auch für Technik und so weiter. Also das ist schon interessant. Jetzt trinken wir mal Prost, weil ich mal frisches Bier geholt. Von vielen Reden kriege ich direkt wieder ein wenig durch. Prost. Dann gefunden, der hat den Punkt so braune Flecken, aber das ist ja ganz normal. Die braunen Flecken machen mir nicht so viel Sorgen wie da. Irgendwie bist du wieder ein wenig weg, Martin. Hast du im Internet, hat sich mir gehört? Hat sich mir gehört bei dir, weil ich nicht mehr hier. Na, jetzt geht's wieder. Ah, jetzt geht's wieder. Ja, passt. Zuerst, ich glaube, dass die letzten Tage so viele Online-Geschichten sind, dass das irgendwie kommt mir vor, viel langsamer. Ich habe jetzt wieder Top-Internet, also ich bin von der Geschwindigkeit und alles, also tipptopp beieinander. Servus, Aber grüß dich. Schöne Grüße in die, auf Vorarlberg, ins Ländle. wo waren wir zuerst Absolut gerade? möglich. Ja, wegen dem Pilz waren wir noch wegen die IBUs, weißt du gesagt hast, Nein, 30 davor. oder 30. Davor waren wir noch bei der Rezeptur fürs Bierbrauen. Also da haben wir noch, ja, der kauft da praktisch das Kilo Alpha ein und nicht den Hopfen. Pro Kilo. Finde ich eine falsche Rechnung, weil ich gehe ja da auf Qualität und da muss ich schon schauen, dass ich nicht immer nur die Hochalpha-Sorten habe. Ich möchte nicht alle verteufeln. Aber es ist halt schon, wenn ich jetzt gut, ich führe ein Nachteil ist ja zum Bittern, an Aroma-Hopfen nehme ich einfach Bier weit besser. Das ist schon der Qualität komplett was Mike, anderes. Servus, grüß dich, bleib uns gewogen, gesund bleiben und bis demnächst. Und jetzt haben wir beim Pilz. Mit Ah, der genau. IBU. Jetzt weiß ich wieder was. Beim Mittelalter, das ist ja so, da hat das Bier sowieso nicht aber gleich geschmeckt, weil ja oft die Hefe nicht immer, die haben wir das Ober- oder Unterzeugs gehabt. Sie haben gewusst, dass was auftreibt oder was unten bleibt. Aber haben es nicht kennt, dass das die Hefe ist. Haben das auch immer wieder zugegeben, weil sie gewusst haben, da wird das Bier besser. War aber teilweise verschieden. Teilweise haben sie dann, vor allem im Sommer, haben sie dann eh nicht mehr braut, weil sie schon gewusst haben, das wird dann nicht so gut. Und es hat sowieso jeder Brauer mal jeden fünften, sechsten oder zehnten Sud einmal verhaut. Absichtlich, weil ja andere Neider haben dann gesagt, der ist mit Teufel im Bunde. Und dann hat es passieren können, dass sie es in der Ketzerei angeklagt haben. Oder es ist ein Hex, weil Braun war nämlich ein Frauenhandwerk. Also das war an sich Aufgabe der Ja, Hausfrau. dann die Mönche, wie die Klöster begonnen haben, Bier zu brauen, haben die Mönche sich das schon langsam an sich gerissen. Und das ist dann aber ein bisschen von. Aber im Ursprung war das eigentlich, war die Aussteuer einer Frau ja ein Sudkessel oder ein Braukessel. Und ist aber dann irgendwann einmal so im Mittelalter verschwunden, weil die Mönche haben schon gesehen, da lässt sich gut Geld damit verdienen. Und die haben schon geschaut, dass das dann ein bisschen die Leute austreiben. Der Manfred Bachmann schreibt, dass die Bierlager noch voll sind. Ja. Voll sind, ja. Manfred, ich kümmere mich gerade jeden Tag darum, dass es ein bisschen weniger wird, aber naja, ich habe noch keine Sorgen, dass es nicht zugeht. Ich Ja, sehe das aber nicht ganz. bitte? Ich sage aber nicht ganz so, ich muss dann aber ein wenig aufverfahren, weil ich sehe dann nicht, wer was geschrieben hat. Dann muss ich das immer selber mit dem Finger aktualisieren. Passt schon. Bei den Klöstern war es Also, ja da so, dass, das habe ich ja letztes Mal schon mal, glaube ich, irgendwann einmal erzählt, sie haben ja immer drei Brauereien gehabt in einem Kloster. Oder sagen wir so, sie haben drei unterschiedliche Arten Bier gebraut. Es gibt zwar historisch bestätigt, dass sie unterschiedliche Brauereien gehabt haben in einem Kloster, weil sie haben das Kloster, also das Bier für das Volk gebraut, das Bier für den Hof und das Bier für die Mönche. Und je nachdem, für wen sie es braut haben, haben sie unterschiedlich hochwertige Zutaten verwendet. Das Bier fürs Volk war immer sogenanntes Dünnbier. Und dieses Dünnbier hat man dann auch den Kindern zum Trinken gegeben, weil es hat nicht um 1% Alkohol um und herum gehabt, war aber viel gesünder oder
bakteriologisch reiner, als wie das Wasser, das man zur Verfügung gehabt hat. Jetzt war es für die Kinder eigentlich gescheiter, dass das Bier mit wenig Alkohol kriegen, als wie das verunreinigte Wasser, das sonst zur Verfügung gestanden ist. Und darum hat man das praktisch, das Nährbier, was ja eigentlich ein Dünnbier war, gehabt, auch im Mittelalter schon für die Kinder. Du willst irgendwas sagen, aber die angewirkt. Also, ja, wegen dem Pilz. Ja, genau. Weißt du, Keine. sagst Pils 30 bis 35 IBU. Das ist jetzt einmal grundsätzlich dem Pils deutscher Brauart, dem Bierstil entsprechend, da gebe ich dir völlig recht. Aber die Diskussion führen wir ja auch schon lang und für mich ist als Jever runtergefahren, das was ja immer als sehr herbes Pils bekannt war. Das war vielleicht eine interessante Frage auch gewesen an Seppi Siegel, wo die noch sind mit den IBUs. Aber an sich ist der Bierstil Pils, hat sich extrem dem Bierstil Märzen genähert. Weil das Pils unterscheidet sich vom Märzen, ja, ich sage jetzt aber ganz vorsichtig, nicht um 1 Grad Plato ungefähr. Der Pils hat eher, ist eher ein bisschen leichter tendenziell, wobei es eh um nicht viel geht. Und ist halt hopfenbetonter. Ist ein bisschen heller, ist feiner. Sollte ein bisschen das Hopfenaroma haben, das zeichnet der Pils aus. Aber es wird halt deutlich vom Aroma bitterer sein wie ein Märzen, wie klassisches Märzen. Jetzt gibt es natürlich Märzen, die sind eher malzbetont und es gibt Märzen, die sind eher hopfenbetont. Und wenn ich dann ein hopfenbetontes Märzen nehme und dem dann ein Pils deutscher Brauart daneben stelle, das von den IBUs eigentlich wahrscheinlich schon gefühlt unter dem ist, was eigentlich fürs Pils spricht, dann ist es für uns Biersommeliers ganz, ganz schwer, da den Unterschied zu erkennen. Und daran anknüpfend nur mal für die, die was nicht so viel mit der Biersprache IBU sind die International Bitter Units, also das ist im Prinzip der errechnete Bittergehalt im Bier. Das rechnet man dann, na, die Formel sparen wir sich jetzt, glaube ich. Aber das ist genau das Dilemma. Also das Pils, weil die Leute zwar gerne Pils bestellen, aber sie dann eher am Märzen erwarten oder weil die Trinkability die besser ist oder weil man es besser verkaufen kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind viele Brauereien hergegangen und sind mit den Bittereinheiten runtergegangen, damit sie einen Pils mehr verkaufen können. Und das finde ich eigentlich einen falschen Weg, ganz einfach. Also, finde ich Ja, scheiße. Einsparung halt auch. Das ist natürlich Hopfen kostet Geld. Und das ist halt eine Einsparung. Und es gibt da Brauereien, wo man, ja, ich will jetzt keine Namen nennen, obwohl ich weiß, der was ein Pilz verkauft und der helle ist und das der gleiche Sud ist. Nur dass er halt beim Pilzen ein bisschen, also praktisch ein Extrakt draufschmeißt. Das war es normal mit der, also in der Schweiz zum Beispiel. Also bei uns, in Schweiz dürfen sie es nicht Pils nennen, aber die, was halt dann einfach einen isomerisierten Extrakt drauf haben, was in Deutschland nicht erlaubt ist. Aber ich weiß, Brauereien, die was das machen, was jetzt sagen, okay, circa einen Tank auf Zeiten von dem Sud und gibt da einfach jetzt isomerisierten Extrakt drauf und ist im Endeffekt das gleiche Bier. Ja, das kommt aber drauf an. Das ist bei kleineren wahrscheinlich eher nicht so, aber bei größeren kann das schon passieren. Kurz isomerisiert, müsst ihr es da erklären, weil das wissen wahrscheinlich Ja, alles. Wahrscheinlich auch nicht. also der Hopfen selber brennt sich ja nicht mit Wasser, sondern ich muss ihn mindestens bei 96 Grad praktisch mit einem gekochten normal wallend, also dass ich das den Schwefel ausdampfe. Aber ab 96 Grad fängt er an zum Isomerisieren. Also, dass er voll isomerisiert und das ist, dass er die Bittere in die Flüssigkeit, also ins Wasser einbinden kann, muss ich dann isomerisieren. Das heißt praktisch erhitzen. Und es gibt praktisch Hopfenextrakte, die was man rauszieht aus dem Hopfen. Dann habe ich dann die Flüssigkeit, die man so weit erhitzt, dass er schon isomerisiert ist quasi. Aber es fängt auf Isomerisierung, heißt nicht nur das. Bei 96 fängt es voll statt, über 96 und isomerisiert aber teilweise bei 75 auch schon. Also das heißt nichts. Dass du Bitter reinbringst, aber hundertprozentig, dass du das reinbringst, aber soll es über 96 Grad haben. Das heißt praktisch, der Hopfen, die Hopfenöle können sie erst binden, wenn
an eine gewisse Hitze einbringen und isomerisieren, heißt praktisch, dass ich die Isoalphasäuren, das ist der Bittergehalt im Hopfen, dass ich den in die Flüssigkeit einbinde, weil sonst wäre das nicht wasserlöslich. Entschuldigung, Gut. läuft gut, sehr gut. Ja. Wir haben jetzt erst gesagt, beim Würzekuchen wird der Hopfen gegeben und beim Würzekuchen isomerisiert er. Im Gegensatz zur Kalthopfung, die bei Pale Ales, India Pale Ales und so weiter passiert, da wird lediglich das Hopfenaroma gelöst, da isomerisiert er nicht. Das ist wieder der Unterschied da. Weißt du, sagst Schweiz Pils, das möchte ich dir auch noch mal kurz erklären. Also, die Schweiz hat mit der Tschechei ein Abkommen geschlossen. Da hat er Dass vom die Hodern. Schweiz, ja, das ist ein Papierhodern, also kein. Die anderen sind in der Wäsche, aber ich hätte eh nur 10 Jahre, aber ich habe vergessen, dass ich mal einstecke. Zu Schweiz und Pils und Tschechei und Emmentaler, die haben praktisch gegeneinander ein Abkommen geschlossen. In der Tschechei darf kein Emmentaler hergestellt werden, dafür darf in der Schweiz kein Pils gemacht werden. Jetzt gibt es in der Schweiz relativ viel Amber Ale. Also das ist im Prinzip vorsichtig gesagt so, Sie sagen zwar, das ist sehr nahe dem Wiener Lager als Bierstil, aber das ist wahrscheinlich eher ein Pilsering, so ein Pilzersatz. Ja, aber Amber ist eine Bernsteinfarben eigentlich. Ja, aber das ist das Pils tschechischer Brauart. Das ist eben ein bisschen dunkler. Das ist jetzt nicht Pils böhmischer Brauart, also deutscher Brauart, sondern Pils böhmischer Brauart. Ale ist ja immer obergärig und Lager oder Richtig. Pilsner ist immer untergärig. Aber, oder nennen Sie es eh Ember Lager sogar? Weiß ich jetzt gar nicht. Ich kann es ja das Ember Lager nennen. Würde eh nur mehr stimmen. Aber das ist mir halt aufgefallen, dass da viel. So ein Bierstil haben wir eigentlich eher selten ist. Irgendwas hätte man, glaube ich, noch gemerkt. Was hätte man noch gibt es noch Fragen von euch? An zwei im Viertel Bamburen. Weißt du, ich glaube, dass wer zuschaut. Ja, da sind schon ein paar da. Der Henny wird das auch kommen. Servus, grüß dich. Ja, da müssen wir Post-Corona einmal besuchen. Haben wir ja gesagt. Vielleicht bin ich Herbert Höglinger. Höglinger. Der ist da gut zum haben. Da müssen wir zum Ferl. Da habe ich übrigens, da hat der Raschhofer jetzt ein Büdel gepostet vom Ferl. Sehen, ja. Das habe ich jetzt da, glaube ich, wieder nicht drauf. Kann man ein Bier online bestellen? Ja, jetzt musst du nur sagen, bei wem du Bier online bestellen willst. Tinte oder so. Das ist bei Martin daheim. Sünde habe ich aktuell nicht daheim, Helles und Weizen habe ich daheim. Sünde kann man aber organisieren, kriege aber erst am Montag wieder ins Haus, weil ich dann erst wieder ins Lager komme. Wir haben ein Steuersperrlager in Deutschland drüben. Und da habe ich die stehen und ich muss das aber zuerst deklarieren, bevor ich es umbringe. Aber Montag gibt es wieder Tinte, dann kann man es auch bestellen. Wie gesagt, Bestellungen kann man unter hopfenkopf.de auch machen. Einfach eine Mail schreiben unter brauerei.seidl. Also Seidl, Seidl, nicht Seidel, sondern Seidl, @gmail.com. Dann verschickt man das auch. Hat der Kalea nichts? Der Kalea müsste 0,3er Weißbier noch haben im Online-Shop. Tinte vielleicht da, ja. Wenn du brauchst, untergärig, welche Hefe bevorzugst du? 34 Weißbier oder andere? Ja, also ich hole mir die Hefe immer frisch. Also ich krieg's vom Schneitel, weil mein Sohn ja beim Schneitel Lehrling ist, oder ich krieg's beim Raschhofer. Oder beim Uttendorf, und die haben alle den Hefestamm vom
vom Zipf, und das ist ein 3470 beim Schneidelholzen teilweise, glaube ich, aber sogar auch beim Baumgartner. Die beziehen aber selber auch dann den Grundstamm vom Zipf, und das ist ein 3470. Ist einfach so die Wald- und Wiesenhefe für untergärig, aber ist für mich absolut geile Hefe und vor allem auch sehr neutral. Und sie sedimentiert sehr gut, also sie setzt sich gut ab. Ich brauche teilweise sind fast nicht viel drin, weil die Hefe, sie, wenn ich richtig schön kalt und lang lagert, sie einfach richtig krass absetzt. Aber mich als Brauerlein da auch interessieren, wieso heißt denn So. die 34 wie 70? Weißt du das irgendwer? Das ist eine Bezeichnung vom Wein Stefan, vom Labor in Wein Stefan. Das ist wie. Warum 3470? Weiß ich jetzt nicht genau. Aber auf jeden Fall, das ist der Wein Stefan, der Hefestamm. Und also wirklich, da gibt es Tausende von verschiedensten Hefen. Und die 3470 ist aber so die normale Standardhefe, ob das Paulaner ist, ob das Augustiner ist, ob das Christkirchner ist, ob das Rieder ist, die haben meistens alle 3470. Und jeder natürlich zieht sich die Hefe über eine Zeit lang her und vermischt es dann aber mit einer frischen, auch, dass es wieder ein bisschen frisch Blut reinkriegt, praktisch mit einer Reinzuchthefe. Und dann hat jeder hat aber dann seinen eigenen Hausgeschmack ein bisschen. In Christkirchen zum Beispiel hast du aber so einen leichten grünen Apfel, was aber jetzt nicht fehlerhaft ist, sondern so eher erfrischend wirkt. Aber das Acetaldehyd kommt ja eigentlich, glaube ich, von der Gärung auch, oder? Das ist ja nicht was, was die Hefe selber macht, Aber sondern schon, aber die da Hefe Gärtemperatur und kann so spielt da mit rein, nicht? ist wie ich meine Hefe erzieht, so verbraucht es man auch. Zum Beispiel kann man bei obergärigen Hefen auch mit Fruchtsäften vergären. Also wenn ich einen abgekochten Mangosaft habe oder so. Orangensaft soll ich nicht nehmen, der ist natürlich zu sauer. Das mag die Hefe. Ja, die 78 ist staubiger. Ja. Das ist aber Staubhefe, das machen sie absichtlich, damit sie das bei Zwickelbieren erkennen können, damit sie dem Kunden vorgaukeln können, dass die Zwickelbier trüb sein soll, was eigentlich nicht so sein muss. Ja, Da muss aber die Frucht. ich muss auch selber sagen, ich war am Markttaler Hof bei dir bei dieser Veranstaltung, wochengängiges Menü, war sehr schön, sehr schön. Da haben sie auch unten auf der Zwickel serviert und das war halt, ich sage jetzt einmal, ganz, ganz dezent opalisierend. Also das hat kaum eine Trübung gehabt. Und wenn ich halt ein Zwickelbier bestelle, erwarte ich mir halt trotzdem ein trübes Bier. Das ist halt, was der, mir ist das völlig bewusst und ich weiß auch, dass Zwickelbier nicht zwingend trüb sein muss wie ein Weißbier oder was weiß ich. Aber die Erwartungshaltung seitens des Kunden ist halt doch deutliche Trübung. Und es wird halt auch oft eine Eiweißtrübung gemacht. Das heißt, ich lagere es einfach köder und dann wird es eh trüb. Ein Ja, Stabhefe noch dazu, dann habe ich eine Trübung geholt. Verstehst du? in grünen Dosen aus Österreich, wo es eigentlich vom Geschmack her sehr gut ist, die haben teilweise bis zu 50% Weizenanteil drinnen und dann diese 78er, weil die Staubhefe und dann der Eiweiß gehört vom Weizen das Bier trüber hält. Ja, und ich muss auch sagen, wenn ich halt ein Zwickelbier bei mir zapfe, das habe ich auch letztes Mal schon gesagt. Ich weiß nicht, ich bin halt so doppelt bei dir. Ab und Nein, ich zu. bin aber leise dran. Nein, passt schon. Vielleicht liegt es auch auf meiner Seite, ich weiß nicht. Da wir dann ja einen Schuss Weizen nehmen, wenn ich einen Naturtrübs zapfe, weil das einfach Bier selber cremiger macht. Ein bisschen Schaumbildung habe ich nur intensiver, wie es eh sonst schon ist. Und das Bier ist auch ein bisschen runder, kommt mir vor. Also nur einen Schuss, also nicht. Nicht halbe halbe oder irgendwie so, sondern nur ein Schuss Weißbeine. Und dann wird das schon viel, viel runder, cremiger. Wird da ganz dezent diesen obergärigen Datscherming, so diese dezente Banane und so, das tut einem schon nicht schlecht, so wird es mir. Also ich tue ja beim Hellen, wenn ich es in Österreich brauche, aber auch in Deutschland, immer so 0,3 bis 0,5% Weizenmalz dazu. Bei uns sogar ein bisschen mehr. In Deutschland muss ich da drunter sein, weil ja, da kann es ja, du darfst ein bisschen was drinnen haben, also im Malzschacht drinnen sein kann, in der Mühle, also in der Schrottmühle. Das macht nämlich das Bier auch ein bisschen, weil bei mir, das klärt sich so aus, dass eigentlich, dass es nicht viel drin muss. Aber es sind dann viele Leute, die dann sagen, ja Martin, hast du da irgendwo anders Bier gekauft und abgefüllt oder was? Weil das kann nicht dein sein. Und das tue ich da immer ein bisschen am Weizen rein, dass ich halt auch, das, weil es kann sein, dass nicht einmal gescheit opalisiert, sondern dass das fast blitzeblank ist.
Wenn ich das bei 2 Grad auslagert, da 8 Wochen, dann ist das wirklich, also da brauche ich fast null Filtern. Über was wir vielleicht auch sprechen konnten, ist, wenn wir zuerst so viel über den Hopfen geredet haben und isomerisiert und so weiter. Vielleicht erklären wir auch nur ein bisschen, was der Unterschied ist zwischen Naturhopfendolden und Pellets. Also, da kommt jetzt eine Frage. TOM hat auch noch interessante Hefen. Was nimmst du bei Weizen? Der Weizen habe ich mir einen Hefestamm von der Kössl an der Brauerei, von Sven Grünleitner. Das ist ein weitergezüchteter Weizenstamm von der Löwenbrauerei Passau. Aber der hat eben, das ist von der Weiterzüchtung einfach ein bisschen ein anderer Geschmack dann wie vom Löwenbräu Passau. Und ich habe nämlich da so eine schöne Mischung zwischen Banane und Gewürznelke dran. Ich nehme da keine Weihenstephan-Hefen her und sonst nehme ich die. Weil, ne, wie heißt es gleich? Bavarian Wheat. Nehme ich auch, wenn es wirklich ausbeißt. Ich habe da immer ein bisschen so Backerl daheim zum Aufzüchten, weil es zum Beispiel passieren kann, dass ich einen Kraut Trockenhefe. und am Montag hätte ich fast nicht umgedürfen nach Deutschland, weil die Dame hat mich gefragt, ob ich nicht in Österreich die Hefe besorgen kann. Dann habe ich erklärt, dass das nicht geht, weil ich immer den gleichen Hefestamm nehmen möchte, wenn ich jetzt meine Biere mache, weil sonst schmeckt ja das Bier gänzlich anders, weil jede Brauerei andere, auch wenn die Hefe vom Stamm her gleich ist. Preis Gott, das ist, glaube ich, ist die Bavarian Wheat. Ist TUM, ist das Technische Universität München, ist das Freising Wein, Steffen? Die Hefebank Wein, Stefan, ist das. Ich habe dann teilweise, wenn es bei den Elhefen ist, auch und zur L'Allemand, da gibt es Dings oder die S04, S05. Das ist so bei den Elgeschichten. Das kommt davon, wie ja, wie sedimentiert oder wie trocken das wird. Bei der Tinte habe ich, glaube ich, aber S05. Müsste ich nochmal nachschauen, ich glaube schon. Also, in die Hobbybrauer fahren wird oft S04 und S05 und Nottingham wird auch, kommt so gesagt, die meine ich kenne. Nottingham ist eine relativ dreckige Hefe. Also das ist ein wenig so eine englische Urhefe. Hast früher eigentlich, wenn du das Hobbybrau hast, nichts anderes gekriegt, wenn du ein Weißbier gemacht hast wie ein Nottingham. Aber ich weiß nicht, das ist ein wenig so, die ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Also mit der arbeite ich eigentlich kaum. Ist ja auch spannend, in NGSZÖ brauchen sie jetzt mittlerweile auch Weißbier. Ja. Das machen sie aber mit der belgischen Ehlhefe, also mit dieser Trappistenhefe. Und das Ja, hat ist ja natürlich. nicht viel anders. Und du hast jetzt wahrscheinlich nicht die super Banane oder so ein Eher gar typisches nicht. Weizen. Aber sie haben halt auch erst angefangen. Was der, wie du richtig gesagt hast, du musst die Hefe erziehen. Schauen wir mal, ob selber Hefezucht machen und somit die Hefe ein bisschen in die Richtung Weißbier leiten können. Schauen wir mal, wie sie sich entwickelt. Weiß nicht, ob es noch Fragen gibt, sonst würde ich gerne vielleicht ein bisschen das Hopfenthema nochmal aufgreifen, weil ich das erst gesagt habe. Ich habe eine Frage, darf ich gleich einmal Bier geben? Natürlich darfst du mal Bier gehen. Unter Hopfen soll es keine gewürgen, weil da sind wir schon beim Thema. Hopfen gibt es ja nicht. Ja, unter Bier, ich weiß schon. Jetzt ist Licht angegangen, Martin. Der Bewegungsmelder gemeldet. Ja, wir haben heute virtuellen Stammtisch mit Martin Seidel im Viertel Urgestein vom Hobbybrauer zum Bierbrauer. Ist ja schon wieder zurück. Wann hat jetzt angefangen zu brauen? 96 hast du gesagt. 96, ja. Ja, ist auch schon ein paar Tage her. Ja, 20 Jahre vorher haben wir bei dir gehabt. Da hat der Hang Ich Hofer weiß. Hubert die 25 Jahre und der Jörg hat auch 25 Jahre, nicht 20 Jahre. Ja. War ja eine schöne Veranstaltung mit einem schönen Menü. Das war klasse, ja. Und dann 25 Leute bei mir im Bierkeller, das ist eine Katastrophe. Ja, haben wir das nicht auf Bierkeller ist dreimal nur für aufgeteilt? 15 Leute ausgelegt. Ha? Bitte? Haben wir den nicht auf zwei oder dreimal aufgeteilt dann, die Ja, Bierkeller? aber die Mehreren sind natürlich dann zum Schluss gewesen, weil das haben sie auch gecheckt, dass es dann wahrscheinlich gescheitert ist. Ja. Ja, jetzt fange ich nur mehr an mit dem Hopfen.
Naturhopfendorn, weil ja der größte Österreicher Bierbrauer, Holland-Tochter, hat ja da mal so eine Werbung gemacht mit den Naturhopfendorn und so quasi sind die einzigen, die mit den Naturhopfendorn brauen. Und das ist in der Brauerwelt nicht recht gut angekommen, sage ich jetzt einmal ganz vorsichtig. Ja. Und darum möchte ich das ein bisschen. Ich möchte das auch ein bisschen klarstellen, was denn die Aussage überhaupt sagt, Naturhopfen oder Pellets. Weil ich sage jetzt, qualitätsmäßig ist da jetzt vorsichtig gesagt kaum ein Unterschied. Wohingegen Hopfenhöhl oder andere Sachen, da wird es schon ein bisschen spannender. Aber Pellets sind im Prinzip nichts anderes, wie man Pellets vom Holz kennt. Das ist ein gepresster Hopfen. Da gibt es einen Typ 90 und Typ 45. Das heißt, 90 Gramm Hopfenpellets entspricht 100 Gramm Naturhopfen oder 90 oder 45 Gramm entspricht 100 Gramm. Also im Prinzip ist das nur der Hopfen im Gesamten gepresst. Also da wird dann nichts außergelöst oder außergefüttert oder sonst was. Die gesamte Dolden wird zusammenpresst. Und das ist ja das, was man eigentlich am öfteren sieht in den Brauereien, wenn man Brauereiführung macht, liegen meistens Hopfenpellets immer da. Also schaut auch aus wie Holzpellets, wie man es vom Holzen kennt oder so. Ist natürlich extrem bitter, aber es hat natürlich auch den Vorteil im Sudhaus, dass kein so ein, ich sage jetzt einmal, nur mal über die Maßen höheren Reinigungsaufwand hast, weil die Dolden zerfallen natürlich durchs Würzekochen und so weiter in ihre Einzelbestandteile. Man Hopfen Dolden, wenn ihr das einmal wollt, das kennt ihr bei mir, kennt ihr im Herbst einmal im Biergarten, da könnt ihr euch Hopfen Dolden pflücken, die könnt ihr euch dann pflegen. Das ist ein Haufen Bladel und wird dann immer, je weiter das meine kommt, kommt dann Lupulin und so weiter. Aber das ist ein, schon ein komplexes Ding, so ein Hopfendolde ja natürlich. Aber wenn man Pellets natürlich presst, dann ist der, das setzt sich nicht in die Bladeln und das ist halt vom Reinigen auch ein bisschen, sag ich jetzt mal vorsichtig. Machst du aus 100 Kilo Naturdolde 90 Kilo Pellets bei Typ 90? Und da wird Also, schon, da werden Stängel runtergezwickt und gewisse Blätter entfernt, die haben ja nicht schwer. Und ich habe weniger Gerbstoffausbeute. Bei den 45er wird schon mehrer entfernt, da habe ich nur mit eigentlich dann drinnen die Spindel, sagt man, wo das Lupulin drauf liegt, das sind diese weißen Pollen. gelb. Das gelbe, ja, weiß, sage ich, die gelben Pollen oder beim Pollen haben sie nicht direkt, noch, schauen sie was Ähnliches. Und da wird schon sehr viel abgeschlagen. Ich habe hier, wenn ich Typ 90 habe, habe ich schon weniger Gerbstoffe drinnen, aufgrund des, was an Stängeln und Blättern abgeht, als wie, wenn ich jetzt einen Naturhopfen habe. Und wenn ich Typ 45 habe, habe ich, darum nimmt der Niklas Sepp in der Rieder ganz gern diesen 45er, weil er sagt, er hat durch das weniger Gerbstoffausbeute. Das kann eigentlich auch sein, dass die Gerbstoffe Kopfe machen. Das haben wir letzte Woche, ist das einmal besprochen worden, wo das Kopfe herkommt vom Bier. Da hat der Mike gerade gefragt, Ja. warum man von einem gewissen Bier habe ich Kaffee gekriegt. Ich glaube schon, der Mike war es. Das kann auch, wenn. Das ist eigentlich Sicher die richtig. Gerbstoffe, das ist auch beim Weiner so, das Tannin, Gerbstoffe, die machen schon Schädelweh, das ist schon richtig. Und natürlich, das kann natürlich von diesen Doldenhopfen kommen. Naturhopfen, es ist alles Naturhopfen, weil wir nehmen ja, also innen Pellets her. Ich nehme bewusst keine Extrakte her, weil das verweigert ich. Hab zwar kriegt so jetzt ja vom Döler einen Haufen so Proben zugeschickt, dass ich was ausprobieren sollte und hin und her und bla bla bla. Ich mache da meistens irgendwie aus diese Öle-Geschichten und so mal so einen Hopfen-Gin oder so Zeugs. Weil ich tue selber wenn ich so Gin ansetzen, also ich sitze an und da tue ich halt dann ein paar Tropfen, weil das tut der David Hertel auch, habe ich denke noch, bevor ich das Zeug wegkaufe, ist ja nichts Schlechtes in dem Sinne, aber ins Bier möchte ich es nicht rein haben. Ja, und auf jeden Fall, da kannst du schon Kopfe auch kriegen und ich finde, dass Natur ist ja Natur und ich tue halt nur die Blatteln raus, das ist wie wenn ich ein Ei habe, ist das jetzt das eine Ei, das was ein wenig dreckig ist von der Hen, ist das jetzt der Naturei und das was sauberer ist das kein Naturei. Das ist halt dann auch eine Philosophiegeschichte. Und außerdem, das ist nicht die größte Brauerei in Österreich, weil die größte wäre in Göss und Bontigam. Also Nein, der Göss. größte Braukonzern in dem Sinn, also. So, ja, ich möchte es da nicht schimpfen. Es ist halt ein bisschen, es ist ein Werbeslogan, der eigentlich Das sind schon vorher. die größten Brauer in Österreich, da gibt es keinen Ja, Zweifel. das ist klar. Wir haben 60% oder teilweise ist schon fast 70% Marktanteil. Ich weiß jetzt nicht genau die Zahlen, aber
über 60% bei weitem. Und ich möchte da nicht schimpfen, das Bier ist ja gut und trinke es auch. Und wenn ich es irgendwo kriege, ist auch kein Problem. Ich schimpfe da nicht, ich habe da dieses Konzernbier, sondern die haben wir haben das eh damals so mein Wein Stefan, wir uns der Flieger Michi, wenn sie eine neue Philosophie erzählt hat für Qualität. Aber Naturhopfen ist alles, das ist halt nur, ob jetzt was mit der Schalen verkaufe oder ohne Schalen, also wenn jetzt der hart kocht Eihilig auf deinen Eiersalat, ist es trotzdem nur Naturei und du hast das angeschult und so ungefähr ist das bei den Hopfenpellets. Da ist es halt so, dass es halt Nur, dass höchstwahrscheinlich man bei. Ei nie mit der Schale isst. Also, das ist ein wenig aus. Ja, Ei Ja. ist nie mit der Schale. Also, das Vergleich hinkt ein bisschen, aber ich glaube, jeder Ja. weiß, wo die Reise hingeht. Ja. Aber es ist im Endeffekt alles Natur, nur dass das eine gepresst wird. Ich kann es leichter lagern, ich kann es besser dosieren und habe dann später weit weniger Aufwand im Whirlpool, das sauber zu machen. Also, wie gesagt, ich habe früher schönes. Das für einen schönen Trubkegel, das ist praktisch, wie ich zuerst erklärt habe, dass ja in der Mitte dann bei außen die Geschwindigkeit am höchsten ist und das ja in der Drehbewegung drinnen befindet in diesem Whirlpool und dann setzt sich in der Mitte unten ein Kegel ab und wenn ich da natürlich die Bladeln habe, die schwappt es noch immer an, wo sie mit dem gepressten Hopfen nicht habe und der Hopfen wird ja nicht warm, also die wird kalt gepresst. Das ist aber nicht wie ein kalt gepresstes Olivenöl, dass ich an der Ruhlasser drücke, sondern das wird geschaut, dass das so gekühlt ist, dass beim Pelletiervorgang, das Pellet nicht warm wird. Weil zum Beispiel bei den Holzpellets, die werden ja heiß, die werden durch so viel Druck eingepresst und werden heiß und durch das klebt das Holz zusammen. Weil sonst würde der Holzpellets auseinandergehen. So ein Hopfenpellet ist ja bei weitem nicht so hart. Und da wird eben geschaut, dass der beim Pressen nicht, beim Pelletieren nicht warm wird, der Hopfen, weil sonst würde er isomerisieren oder er würde gleich Aroma verlieren. Jetzt wird da geschaut, dass der relativ kalt gepresst wird, also kalt pelletiert wird. Du hast das meistens irgendwie gekühlt. Ich habe das noch nie genau gesehen, wie es jetzt pelletieren. Ich habe das nur beim Nazis und beim Kunze gelesen, wie das ungefähr abläuft. Und es ist nichts Schlechtes dran. Also das Einzige ist das, Stopp, wenn der stopp. Extrakt Wir brennt, dann ist müssen das mein erklären, Professor Nazis ist der Biergott, für die, die was nicht wissen. Und der Kunze ist er so ein, wie soll ich sagen, das ist halt der allgemeingültige oder viel genutzte Brauatlas, oder wie soll man es denn nennen? Technologie Braun und Melzer. Also ein Handbuch für Brau und Melzer, so ein repräsentatives. Professor Nazis hat einen Lehrstuhl gehabt, eben in Weihenstephan war Professor dort und ist der Biergott sozusagen, ist 86, 87 Jahre alt oder irgend sowas. Na, 93. Oder mittlerweile 93, dann war er 87, wie ich kennengelernt habe, das war ja relativ. Wer bist denn du? Ja, weil ich gesagt habe, wer bist denn du? Der war bei einer Biersommelier-Tagung da und die Biersommeliers, also. Ich sage jetzt einmal, weit über 70 haben wir kaum mehr. Und das habe ich auch kennt, dass der weit über 70 ist. Was er da tut. Und der hat das relativ locker genommen. Und gesagt, der Professor Nazis, er wird da gleich referieren. Hat ihm auch noch nichts gesagt, weil, wie gesagt, ich bin ja kein Brauer. Das weiß ich noch, das war der Stiegl bei der Verbandstagung 2013. Wir sind hinter gesessen, weil ich war mit die Grucke unterwegs damals, weil ich am Golfplatz Taxenbrocher. War recht lustig. Der Mortel sagt, Mortel 3, viele Blätter gehen zwangsläufig in Plattenkühler. Besser wäre rausziehen aus dem Whirlpool. Gut, da glaube ich auch. Im Plattenkühler sind da Schwarm, im Reinigen, wenn man es dann hast zum Zlegen, geht es ja. Also eher zusätzlicher Aufwand mit Naturtoiden. Das ist das, was er gesagt hat vom Reinigen. Also wie gesagt, wir haben im Bruckberg vor dem Whirlpool für die Pumpe gab es einen Einsatz für ein Sieb, dass praktisch die Bladeln nicht an Plattenkühler einbringst. Also nicht am Whirlpool, noch ein Whirlpool, wenn wir dann noch ein Whirlpool wegpumpen, ist dann praktisch so ein Siebgehäuse, was du rein da kannst, damit, weil sonst der Plattenkühler den saugst du ja voll zu. Und wenn du so einen Großplattenkühler hast, den zlägst du nicht gleich so schnell. Weil der, das kommt ein wenig teuer. Ja, das ist ein riesiger Aufwand. Wie ein Weinbar-Schluckerl sagt, hallo ihr zwei, hallo. Ja, servus, Wolfi. Prost. Apropos Prost. Ich weiß nicht, bei mir sauft irgendwer mit, heute habe ich das Gefühl. Ist. Ich bin voll brav. Also, ich habe erst meinen zweiten Papa. Also schon schnell eingeschenkt und kalt.
Wahrscheinlich Ich habe mir versteckt sich gedacht, der Gary Kraft irgendwo und ist irgend nicht. na, mal, Der zeigen Sie meine Biergrapper. Sprachwoche, habe ich hab schon 3 Liter Starkbier gehabt oder so. Ja, Ja, das ist genau, super. der Gerald halt. Kann man ja ein schönes Grünhopfenpilz machen. Ja, Grünhopfenpilz, das mache ich generell. Ich kriege da von Martin Schmeitzler über diesen Grünhopfen einpackt, diesen praktisch der was haltbar gemacht worden ist. Also durch, wird praktisch durch unter CO2 vakuumiert und dann leicht erwärmt, aber noch nicht isomerisiert, dass er keimfrei ist. Und dann kriege ich den, dass ich über das ganze Jahr Grünhopfen machen, den tue ich dann sehr viel im Lagertank, also Kalthopfen. Man sagt der Hopfenstopfen dazu, das ist praktisch, wenn ich jetzt nicht den Hopfen mitkoche, sondern den Hopfen im Lagertank einlege und dann nur Aroma rausziehe. Und das mache ich halt beim Grünhopfenpilz, nehme ich viel her. Oder ein bisschen am Whirlpool auch was rein. Aber es ist schade, wenn du das dann Grünhopfen direkt mitkochst, verlierst schon ziemlich viel Aroma und du hast da nicht viel Alphasäure. Also ein Ja, was wir Grünhopfen aber auch sagen müssen, Grünhopfenpilz heißt ja, dass das ein frisch geerntetes Hopfen ist. Also Grünhopfenpilz kann ja theoretisch nur im September, Oktober bewahren, weil das sagt ja, dass der Hopfen eigentlich nur feucht ist vom Ernten ja. und sofort verwendet wird. Also theoretisch ein Grünhopfenpilz, das im März, April kommt, ist schon ein wenig komisch. Also wann ist ein Grünhopfenpilz eigentlich im Oktober, November kommen? Dann kann es Ja, frisch sein, weil sonst. den Schweizer nimmt diesen grünen Hopfen und darten nicht, sondern stellt ihn unter CO2, dass die Luft weg ist. Dass sie keine Lactobacillen befallen können, weil das ist nämlich das Problem. Und Die käseln staubt dann auch. dann in einer speziellen Verpackung oder in einer Dosen, tut den unter Vakuum in die Dosen rein oder es gibt es in Dosen für Topi-Brau und ich habe es dann so 1 Kilo oder 5 Kilo Sackerl, da saugt er eben praktisch mit einem Hochvakuumgerät den richtig, also richtig aus, ist aber immer CO2 drinnen gewesen, also das Luft dazu geben. Und dann wird er dann in den speziellen Verfahren auf 60 Grad über eine gewisse Zeit erhitzt, aber so, dass du kein Aroma nicht verlierst, 60 dass Grad. dann, oder ich weiß nicht genau, der sagt, der wird leicht erhitzt, es isomerisiert noch nichts, aber dann habe ich das ganze Jahr grünen Hopfen. Das ist ein ziemlich aufwendiges Verfahren. Kommt aber kein Chemie drinnen, sondern nur CO2. Jetzt dann alle Fridays for Future, CO2 entsteht beim Vergärner. CO2 schnaufen wir aus und das ist jetzt nicht so, dass der da jetzt einen Haufen Auch CO2 die schmeißt. Hefe schnauft oder schwerst Genau. CO2. Und alles, was irgendwo verrottet auf unserer Welt, entsteht CO2, aber uns. Drum sind ein Baum nicht klimaneutral, weil ein Baum, wenn er verrottet, scheidet auch CO2 aus. Ja, genau. Ja, aber er nimmt jetzt erst das Sonnenlicht auf und nimmt zuerst das CO2 aus der Luft raus. Ja, eh, aber er produziert er wieder eins. Ja. Also Und neutral sind schon, aber nicht, aber keine positive Bilanz werden sie haben, großartig. Je auf jeden nachdem, wie Fall hoch er wird. wird der, kann ich das ganze Jahr den Hopfen verwenden, als Grünhopfen. Ist genauso, als wenn ich ganz am frischen nehme. Und ich habe da Nee, aber einen klar. Spalter Select und habe in Tölz aber das Grünhopfenpilz gemacht. Machen sie nach wie vor. Und ich selber muss mir was überlegen, weil wenn ich als Baumeister wo gearbeitet habe und für die ein Rezept geschrieben habe, gehe ich dann nicht her und nehme das Rezept mit und nehme den gleichen Hopfen her, sondern ich muss mir eben da noch was überlegen, wie ich den Grünhopfen dann nächstes Jahr, wenn wir Pilz am Markt bringen, wie wir das dann machen, dass ich das eben dauerhaft der Grünhopfenpilz habe. Und aber ich möchte es das nicht, dass ich da einfach mit diesem Rezept, was ich. Der hat mir erzählt dafür, dass ich dort arbeite und das Rezept entwickelt. Also nehme ich das jetzt nicht mit und tue es bei mir daheim gleich machen, sondern da werde ich mir halt was Neues einfallen lassen müssen. Aber das ist ja immer ganz klasse, wenn man wieder was Neues entwickeln kann. Ja, also dann gibt es ja so viele Hopfensorten, da ist ja nur ein Spielraum. Ja, ich habe also eine richtige Schwarten verbucht, der Hopfenatlas, so, da haben wir noch nicht einmal alle drinnen. Von Bad Haas oder was ist das? Na, das ist ein Buch, warte mal.
Für die nicht so versierten Zuschauer, Bad Haas ist eine der bekanntesten Hopfen. Was ist Bad Haas? Das Hopfen an der Lüsten, die bauen ja Bad nicht so Haas ganz. ist eigentlich eine Hopfenhandelsgenossenschaft. Schau, gell? Sechs, das ist ja so ein relativ dicke Schwarten. Der Hopfen, große Hopfenatlas, da haben sie fast alle Sorten drinnen und alle Anbaugebiete und so weiter der Welt. Aber Ja, der ist das jetzt ist aber natürlich aerodynamisch. Das ändert sich ja. sechs, 7 Jahre alt. Da haben wir jetzt schon wieder eigentlich, was jetzt der Markt gibt, fast beim Doppelten, was vor 6, 7 Jahren Markt gemacht hat. Okay. Also, aber ich kriege da über Aktualisierungen von meinen Hopfenhändlern, was sie da haben. Dann gibt es eine Seite, die heißt www.hopfenderwelt.de. Ich mache da Bekannter von mir, der hat für Hobbybrauer und Kleinbrauer immer wieder so die Versuchshopfen und so weiter. Und der hat die Beschreibungen dazu. Und natürlich auf der Brau gehen wir mal auch durch und nehmen wir immer ein paar Sackerl von den Hopfen mit, von den neuen und da auf der 30 Liter was probieren. Letztes Jahr haben wir aber leider nicht dazu gekommen, weil wir haben letztes Jahr eigentlich gleich mal zum Verkosten übergangen. Jetzt waren wir eigentlich in der Rohstoffhalle nur kurz. 30 Aber Liter, was hast du? 30 Liter Anlage habe ich, also da kann ich zwischen 30 Speiro. und 50 Liter machen. Hä? Speiro, oder was ist das? Nein, Speiro. 30 Liter Anlage. Ja, aber Eine Bekannte. Speiro, oder was ist das? Nein, nein, selber baut. Das Speidel, die ist mit sowas brauche ich nicht. Man wandern nehme ich den Grandfather, mit dem, was ich auf das Baukurs ja mache. Oder die Braueule. Aber ich habe da schon selber gebaute Anlagen. Ich bin ursprünglich Maschinenbaumeister. Und da habe ich schon was Gescheites mit besseren Befeuerungen, weil der Speidel, der leitet nicht gescheit ab. Ich möchte jetzt da nicht schimpfen drüber oder was. Ist. Aber für mich hat das keine gescheiten Anlagen, wo ich was ausprobieren kann. Und da habe ich, wie gesagt, selber baue die. Und da probiere ich halt dann die neuen Hopfensorten aus. Und da kannst du gar nicht alle ausprobieren. Also was ja Neues gibt. Aber man riecht da und dann gehe ich her und nehme neutrales Bügelverschlussbier und mache die kurz auf, schmeiß ein Pellet rein, mach schnell wieder zu und lass 2 Wochen stehen, hau dann noch mal einen Löffel oder was drauf, dass es mit CO2 wieder die Luft austreibt und dann halt das, schaut nur 2 Wochen das Bier und dann weiß ich ungefähr durch die Kaltstopfung, da habe ich verschiedene Hopfen dann und das schreibe ich dann auch an, dann weiß ich ungefähr, wo er mal hingeht, vom Fruchtigen und vom Geschmacklichen. Und bei die Hellen und so fahre ich generell nur auf bayerische Hopfensorten, weil beim Papa haben wir nur einen Hersbrucker drinnen. Das ist der Hopfen, was einen Durst macht. Das ist der sogenannte Saufhopfen. Da hast du immer das Gefühl, so leicht am Gaumen, ich möchtest nur einen Schluck. Und den Hallertauer Mittelfrüh, weil der ein wahnsinniges Aroma hat. Der Morten schreibt, was hältst du vom französischen Hopfen, Spreiter und so weiter? Und wir Ja, in das ist Österreich. Wahnsinn. Strisslspalter nimmt, aber der Bartherein ist sehr viel her. Und ich bin jetzt einer, der was relativ wenig gern kopiert. Strisslspalter ist aber super. Aber ich habe jetzt im Spektrum, wo ich die Biere für mich habe, habe ich, wie gesagt, diesen Soriace Ace in der schwarzen Tinte, zwischen die Kokosnoten. Wird mittlerweile eh schon in der Holler da angebaut. Dann haben wir eben den Mandarina Bavaria im Weißbier. Ist zwar eigentlich auch schon ein Allerweltshopfen geworden, bei 8 Jahren war der Mandarina Bavaria noch das neueste und hipste, was es gegeben hat. Jetzt ist er eigentlich auch schon wieder fast der Traditionssorten. Und ich schaue schon bei den gewissen, wir haben jetzt ja ein Sommer-Ale und das ist das, was heißt, das ist dann Zweiball, weil wir haben aus Mandal und ein Papa und das ist Zweiball. Und Zweiball wird heuer mit diesem Fantasia-Hopfen gestopft, dem, was uns Bad Haas gegeben hat für die Braukunst Live, da ist uns noch was blim. Und nächstes Jahr weiß ich noch nicht, aber Strisslspalter ist ein super Hopfen, also der ist,